Wir versorgen unser Land, das ist das Motto. Und wir wollen einen Einblick geben, was dahinter steht, hinter einem Produkt, hinter der Milch, hinter dem Fleisch, hinter der Wurst, welche Menschen dieses produzieren. Und mit diesen regionalen Produkten gibt es auch regionale Baden-Württemberger, die diese Produkte erzeugen. Wir erhoffen uns von der Kampagne, dass die Identifikation der Verbraucher zur Landwirtschaft steigt, also dass die ein gutes Gefühl entwickeln, dass die das Gefühl haben, der Landwirt um die Ecke, bei dem kaufe ich voller Vertrauen und voller Freude ein, weil der hat ein Gesicht und der steht mit seinem Gesicht für seine Produkte ein. Ich halte diese Kampagne für den Auftakt zu einer hoffentlich lange angelegten Diskussion mit den Menschen, mit gesellschaftlichen Kreisen, um deutlich zu machen, dass es jetzt nicht hier um eine kurzfristige Marketingmaßnahme geht, sondern dass es darum geht, Zusammenhänge deutlich zu machen, die Rolle der landwirtschaftlichen Produktion deutlich zu machen und eine notwendige gesellschaftliche Debatte zu führen. Also der Stellenwert hat sich die letzten Monate gewandelt. Auch durch die Corona-Krise merken die Leute jetzt einfach, wir sind dieses Jahr von dem abhängig, was bei uns auf dem Halm wächst und können uns nicht mehr auf Importe verlassen. Und das muss auch in Zukunft der Verbraucher und der Politik klar werden. Die Situation und die Stimmung unserer Bauernfamilien ist etwas getrübt. Das hängt damit zusammen, dass wir ständig neue höhere Auflagen bekommen, aber auf der anderen Seite in einem enormen Wettbewerb stehen. Unsere Bauernfamilien wollen noch nachhaltiger produzieren. Das ist mit höheren Kosten verbunden und das muss sich am Ende auch in einem höheren Preis für heimische Lebensmittel widerspiegeln. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das Wissen um die Landwirtschaft wieder verstärkt. Wir haben immer wieder den Eindruck, der Verbraucher meint, man soll nur die Natur machen lassen, dann ist alles gut. Da braucht man, sag mal, nicht eingreifen, da braucht man keinen Pflanzenschutz, da braucht man keine Düngung. Da muss das gegenseitige Verständnis auch wieder wachsen. Die Landwirte wünschen sich eine gesellschaftliche Debatte zu ihren Sorgen und Nöten, auch zu den Herausforderungen. Und insofern glaube ich schon, dass wir mit dieser Kampagne den Einstieg in diese Debatte genau auch erreichen. Die Landwirte haben für unsere Region einen sehr hohen Stellenwert. Wir erzeugen heimische, regionale Lebensmittel. Darüber hinaus pflegen wir die Landschaft. Baden-Württemberg ist deshalb so schön, weil die Bauernfamilien auch tagtäglich daran arbeiten. Insofern haben wir einen hohen Wert für die Region und für heimische Kultur.